das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter, hier ist Fledermausland. Moin Leute und willkommen hier in Pokémon Go. Heute zeige ich euch, wie ihr hier wirklich extrem schnell leveln könnt, ohne irgendwelche Zusätze. Allerdings funktioniert das Ganze nur auf PC, beziehungsweise wenn ihr das Ganze über diese Nox-App macht, da funktioniert das wirklich sehr gut. Es ist nur zu empfehlen, weil die Location, wo wir uns hinbegeben müssen, in Amerika ist das hier. Entweder wenn ihr in Amerika seid, dann ist es gar kein Problem, dann könnt ihr einfach direkt auf die Location. Ansonsten empfiehlt es sich wirklich, einfach über Nacht mal nicht reinzugehen und am nächsten Tag erst die Location einzugeben, weil man sonst einen Softban kassieren kann. Denn Softban ist das, ihr könnt einfach 2 Stunden lang ungefähr keine Pokémon sammeln und keine Pokéstops einsammeln oder halt öffnen können. Das Ganze verschwindet aber nach 2 Stunden wieder, also ist auch nicht so schlimm. Die Location natürlich steht unten in der Videobeschreibung. Da steht einmal die Länge und einmal der Breitengrad. Ich denke, das ist alles recht selbsterklärend, aber ich erkläre es nachher trotzdem noch. Ist eigentlich wirklich nicht schwer. Gut, zunächst mal ist hier an der Location das Geile, weil hier sind 4 solche Pokéstops im Viereck. Wenn ihr euch dahin teleportiert, kann es sein, dass ihr da nicht ganz 100% in den Viereck da reinkommt, weil es ist einfach nicht ganz möglich auf die genauen Koordinaten. Aber da müsst ihr einfach ein paar Meter links, rechts laufen und es sind wirklich nur Millimeter eigentlich auf der Karte hier. Ja, und dann seid ihr drin. Wenn ihr dann alle Pokéstops so aktivieren könnt wie ich, dann steht ihr perfekt, weil warum? Ich stehe jetzt hier wirklich schon seit einiger Zeit und diese sind immer aktiv. Wahrscheinlich gerade aus diesem Grund, das Ganze befindet sich generell im Central Park in New York. Warum? Es ist einfach der Hotspot der Pokémon, sage ich mal, weil hier sind wirklich alle vertreten. Von Wasser-Pokémon, von Feuer-Pokémon, einfach wirklich alles. Ich habe hier auch wirklich schon eigentlich so gut wie alles gefunden. Ich kann euch gerade mal die Liste zeigen. Natürlich hier meine Pokémon. Also ich habe ziemlich einen Großteil habe ich hier gefangen. Also ist schon eine ganz schöne Menge. Man sieht ja auch hier so ein Quapuzzi, da steht ein Mauzi, also alles ist vertreten. Gut, wir können natürlich auch die Pokéstops abfarmen, ohne uns zu bewegen. Natürlich alle 5 Minuten ist es nur möglich, aber es ist einfach schon mal hier zum Erfahrung kriegen. Bietet sich einfach top an, diese mitzunehmen, wäre man ja wirklich extrem blöd, wenn man es nicht macht. Und was das Ganze so besonders macht, ihr seht schon, wie viele Pokémon hier einfach sind. Natürlich empfiehlt es sich vorher, ein paar Pokébälle zu farmen, weil sonst ist das Ganze für'n Arsch. Ich zeige euch jetzt nur mal kurz, hier spawnen also wirklich instant die ganze Zeit Pokémon. Das ist wirklich mega geil. Okay, hier ein Quapuzzi kurz gefangen, gibt 200 Erfahrung, ist auf jeden Fall eine wundervolle Sache. Wie gesagt, ihr könnt hier die ganze Zeit, also ihr farmt ein Pokémon, es spawnt immer welche nach. Also ich hatte hier noch nie, dass ich wirklich länger als 5 Sekunden oder so auf ein Pokémon gewartet habe. Das ist hier abartig, wie die einfach nachkommen, nachspawnen. Generell liegt es daran, weil es der Central Park ist, da sind einfach so viele Menschen, so eine Menschenmasse, dass einfach auch das Pokémon-Vorkommen extrem ist. Jetzt zeige ich euch nur noch ganz kurz. Ja, das sieht man jetzt leider nicht, wie man den ganzen Koordinaten eingibt. Ihr seht ja hier, ich habe jetzt das Bild eingeblendet. Unten rechts habe ich die Karte dran. Da seht ihr oben rechts in der Karte, seht ihr die ganzen Längen und Breitengrade. Da steht einmal LNG dran, da tragt ihr einfach den Längengrad ein mit dem Minus. Also minus 73 Punkt und was weiß ich, wie lang die Zahl dahinter ist. Und in das andere Feld tragt ihr die 40.764 und halt die ganzen einfach rauskopieren, dass ihr wirklich die komplette Nummer drin habt. Ist wirklich wichtig, dass ihr das habt, weil sonst werdet ihr irgendwo ganz woanders bauen, wo ihr gar nicht hin wollt. Und wenn ihr dann an dem Spot seid, dann am besten speichert euch irgendwo die Adresse ab oder beziehungsweise die Location, weil es einfach hier mega cool ist. Hier kann man sich einfach hinporten dann wieder und ja, wieder weitermachen. Das Ganze, wie gesagt, man kann es noch mit einem Ei oder sowas oder mit so einem Rauch kann man es noch viel extremer machen. Dann ist wirklich noch krasser, was hier alles kommt. Dann kommen eigentlich noch um einiges krassere Pokémon. Selbst auch noch viel seltenere, weil das normale Aufkommen ist hier schon extrem. Also da ist wirklich mit Sicherheit was richtig ordentliches dabei. Und damit werdet ihr, wenn ihr das Ei drin habt, ich denke mal 2-3 Level pro Stunde machen. Sollte da kein Problem sein, zumindest jetzt so in meinem Level, ich sag mal so 10 bis 20.
Da sollte das auf jeden Fall drin sein. Gut, ihr könnt es ja einfach ausprobieren, wenn irgendwas nicht klappt oder irgendwas unklar sein sollte oder Fragen, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen wirklich sehr, sehr freuen. Ihr könnt auch einen Kommentar da lassen. Wäre auf jeden Fall auch eine schicke Sache. Ansonsten war es das von meiner Stelle auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.